massive Bräune schnell einzieht. Daher mein Bräunungsöl auch schon fast alle ist, habe ich jetzt mir mal ein neues gekauft. Und zwar mal dieses hier. Das ist auch gar nicht so lange auf dem Markt. Und da ich ja ein Kokosnuss-Fan bin, weil hier enthält Bio-Kokosöl, habe ich mir gedacht, ich muss mir das einfach jetzt mal kaufen. Ist auch gar nicht so teuer gewesen. Aber das hier hat keinen Lichtschutz. Schau gehalten, es gab es nie und jetzt gab es endlich bei mir auch auf dem Markt und zwar von Catrice.
Gesichtscreme Sensitive.
sind und ich mir Nachschub gekauft habe, halt mal was Neues ausprobieren wollte und deswegen mal was anderes kaufe. Aber diese Sachen hier haben sie wirklich bald dem Ende geneigt und deswegen musste ich zu DM einfach nur mal so random dahin. Diesmal bin ich jetzt nicht einfach wahllos reingegangen, habe mir einfach irgendwas gekauft, was ich nicht brauche. Nein! Body Spray mit Aloe Vera ist auch neu und von diesen hier hatte ich ja auch schon mal das Body Gel und es war auch so gut. Stellt man einfach auch in den Kühlschrank und es kühlt so sehr die Haut ab und das habe ich mir einfach mal als Spray gekauft. Ja, für Gesicht ist es auch und Körper. Da bin ich auch schon gespannt drauf und ich denke, das werde ich mir dann auch in den Kühlschrank stellen und dann aber mich damit auch abkühlen. Hat keine Butter-Sounds, schade. Naja, egal. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Ich liebe es auch immer so Erfrischungssprays. Ja, dieses hier ist nämlich mit Rosenwasser. Ja,
für müde und empfindliche Haut. Entfernt Make-up. Auch, ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt schon durchgetestet durch alle Micellenreinigungswasser von Garnier und ich kann alle empfehlen. Ich bin doch mit was.
Größe M und kostet auch 4,99 €. Ja. Wobei die Shorts, die werde ich auch so anziehen. Nicht nur kombiniert mit diesen T-Shirts, sondern auch mit anderen T-Shirts oder Tanktops oder Tops. Oder einfach für zu Hause zum Chillen. Zum Chili-Mini. Wie gesagt, mein Akku blinkt. Einen Boyfriend. Ja, bei meinem Freund von Tom Taylor diese coolen Schuhe gefunden. Beziehungsweise gekauft und er weiß nichts davon. Ich wollte ihn einfach mal so überraschen, weil diese Schuhe fand ich einfach mega nice. Und Tom Taylor. Ist eh eine tolle Marke. Ich zeige es euch. Die haben bloß 40 Euro gekostet. Finde ich eigentlich echt gut von dem Preis her. Und so sehen sie aus. Moment. Alles voll hier. So sehen sie aus, Leute. Also schlicht weiß hier. Mit dunkelblau, rot und weiß. Und es sieht so nice aus. Ja, der kostet 45 hat er. Und ey, die sehen so hübsch aus. Also für den Sommer. Mega. Oh, ich liebe auch Schuhtipping. Ich hoffe, ihnen gefallen sie. Wie gesagt, er weiß noch nichts davon. Ich wollte ihn einfach mal so random überraschen. Ich hoffe, sie gefallen ihnen und er wird sie auch tragen. Und mit weiß kann man eh nichts falsch machen, weil weiß passt fast zu allen Outfits. Natürlich sind weiße immer empfindlicher als Sneaker. Aber, na gut. Okay, my cuties. Und das war jetzt auch mein DM und C&A Summer Haul. Vielleicht ist das ein oder andere für dich auch dabei gewesen, was gerne magst oder was dich interessiert und ich dich vielleicht neugierig drauf gemacht habe. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und Zuhören und für euren lieben Kommentare jedes Mal, für euren lieben Support und für die neu dazugekommenen Abonnenten.